Guten Tag, mein Name ist Sven, ich bin von Geeks Live Luxemburg und ich bin heute auf der Hanami 2016. Hier neben mir steht der Jan. Hallo Jan. Hallo, schön euch zu sehen. So, für alle Leute, die jetzt nicht hier sind, was machst du hier oder besser gesagt, was bietest du den Leuten an? Ich bin hier mit einer Dienstleistung, ich habe meine Nähmaschine dabei. Die Leute können mir ihren Comic, ihren Manga, ihre Landkarte geben. Die zerschneide ich, beschichte sie mit Folie und nähe dann einen Geldbeutel draus, ein Conmonnaie. Klein, praktisch, passt in jedes Kostüm. Das heißt, eigentlich ein perfektes kleines Portemonnaie für Cosplayer. Genau, ja. Ich habe mich immer geärgert, dass die Geldbeutel so groß sein müssen. Man schleppt sein ganzes Leben mit und braucht man eigentlich nicht. Man will einen dünnen Geldbeutel haben, der unauffällig ist, der das Kostüm nicht ausbeult. Ja. Ja, also wie gesagt, perfekt für Cosplayer. Aber jetzt die große Frage, wie kamst du auf diese Idee? Ich bin gelernter Buchhändler und ich muss einmal im Jahr Kalender wegschmeißen. Berge von Kalendern, das ist einfach ein Rohstoff, der schön ist, den man brauchen kann, der zu schade ist zum Wegschmeißen. Die andere Wurzel ist, mein Opa ist Schneidermeister und Achtung, schlechtes Wortspiel, die Schnittmenge ist was aus Papier zu nähen. War kein so schlechtes Wortspiel. Ja. Aber was bietest du den Leuten dann sonst noch an, jetzt außer den Conmonnaies? Okay, die Conmonnaies habe ich eigentlich immer dabei. Dazu, je nach Veranstaltungsort, hier habe ich noch Schmuck aus japanischen Briefmarken dabei. Und in dem Fall heute noch Flaschenöffner aus alten Zündkerzen. Öfters mache ich mal noch, dass die Leute Schüsseln aus Schallplatten selbst machen dürfen. Handtaschen aus Büchern. Also kurz gesagt, Leute schmeißen Sachen weg und ich mache noch was draus. Also Recyclingkunst. Genau, Recycling, Upcycling und hält die Materialkosten im vertretbaren Rahmen und damit ist auch Handwerk bezahlbar. Okay, und wenn man jetzt selbst jetzt einen Wunsch hat, wenn das Conmonnaie, was du jetzt ausstellst, nicht dabei ist, kann man dich da kontaktieren, um ein eigenes personalisiertes Conmonnaie zu bekommen? Selbstverständlich, einfach, ich brauche den Originalcomic, den zerschneide ich, der ist kaputt, aber da kann man mir alles geben, kann auch Poster sein, alles was Papier ist, das wird zerschnitten, beschichtet und genäht, einfach zuschicken. Ich schicke es zurück oder auf einer von hunderten Cons und Märkten überall in Europa, da bastle ich das dann. Oh, basteln darf man nicht sagen, designen. Design ist wertiger. Ja. Okay, das heißt, man muss sich aber ganz genau überlegen, welchen Comic man dir dann zuschickt im Moment. Genau. Oder ich habe auf meiner Website auch eine Anleitung zum Selbermachen mit Foto und Text. Kann man sich runterladen, PDF ist kostenlos, kann man sich selbst dran probieren. Also das heißt, wenn ihr es selber machen wollt, die Anleitung findet ihr beim Jan auf der Internetseite. Wenn ihr es da lieber professionell gehabt haben wollt, könnt ihr alles an Jan schicken, er verarbeitet es euch dann. Gibt es dann auch eine Garantie dazu, dass es nicht wieder sofort kaputt geht? Ja klar, ich meine, wer 19 Euro für einen Geldbeutel zahlt, der kann auch Qualität erwarten. Und deswegen, ich glaube, rechtlich muss ich ein oder zwei Jahre geben, aber mir ist es eigentlich egal. Wenn die Leute in 5 Jahren kommen, wird es immer noch repariert. Das ist lieber einen zufriedenen Kunden, der es auch weiter erzählt, als wegen 2 Daten rummachen. Das ist, da ist mir es lieber, ich mache das locker und die Leute freuen sich und dann wird es repariert. Man soll ja lange was davon haben. Also, wie ihr gehört habt, ist ein nettes kleines Gimmick für Cosplayer. Der Mann, der recycelt das Ganze dann natürlich auch noch, was Ticken, also für mich ansprechbar ist, ja. Weil nichts weggeworfen wird. Es wird ja aus alten Sachen wiederverwendet. So. Für mich persönlich gute Leistung. Danke sehr. Und, Ich wollte noch sagen, gerade hier in der Manga- und Cosplay-Szene, die Leute versuchen ja immer, sie machen ihre Sachen selbst, wollen was Einzigartiges, was Besonderes sein. Und dann soll es eben kein Geldbeutel von der Stange sein, sondern wirklich einen, den nur die Leute haben. Das macht es halt so was Besonderem. Ja, und das macht auch mir nach 7 Jahren immer noch Spaß, wo ich es hauptberuflich mache, weil jeder Geldbeutel anders ist. Geldbeutel, Tabakbeutel, was auch immer. Okay, also für mich war das jetzt alles, was ich von Informationen an die Leute ranbringen wollte. Ja. Deshalb, ich bedanke mich vielmals bei dir, Jan. Ja. Und ich wünsche dir noch eine super Hanami 2016. Die Adresse wird hier eingeblendet. Vielen Dank. Dann vielen Dank auch. Sorry, I'm not too